Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video gehen wir mal wieder bei Flakes in die Runde rein auf Undercover-Basis. Er weiß davon, also rein theoretisch schon, aber er weiß nicht, welcher Skin wir sind, welchen Loot wir haben, welchen Backbling, welchen Gleiter. Er weiß halt gar nichts. Er muss erraten, welchen Skin ich in Fortnite habe. Und wenn er es am Ende errät und richtig liegt, weil er hat auch noch 3 Joker-Fragen, dann darf er sich was aus dem Item-Shop aussuchen. Genau. Ich würde auch rein theoretisch sagen, ich hole jetzt direkt Flakes rein. Wir legen direkt mit dem Format los. Aber hier sind nochmal die Leute eingeblendet, die den Creator-Code YOYOYO eingetragen haben. Dazu ein Tick Talk-Video gemacht haben und mich markiert haben. Sind momentan tatsächlich nicht so viele Leute. Ist aber nicht schlimm, weil dann werden die Leute, die hier gezeigt, auf jeden Fall ein bisschen besser gepusht. Trotzdem, vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Danke, dass ihr das Video geliked habt. Danke, dass ihr euch das Video nur anschaut. Und vielen Dank an die Leute, die etwas in die Kommentare hinterlassen haben und die Sonderarbeit erledigt haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Runde rein. Ach ja, apropos, wenn ihr Brawl Stars spielt, dann schaut doch nochmal unten in die Kommentare. Ich spiele jetzt momentan nämlich auch Brawl Stars. Macht richtig Lust. Genau, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt in die Runde rein. Let's go, Junge. Okay, Leute, ich bin jetzt bei Flakes in der Runde drinne und Flakes muss jetzt probieren, mich in Fortnite zu finden, welchen Skin ich bin anhand von Erntewerkzeug und so. Er hat 3 Joker-Fragen, die er mir stellen darf. Die einzige Frage, die er am Anfang nicht stellen darf, ist, ja, welches Geschlecht mein Skin hat, ob ich männlich oder weiblich bin. Die Frage darf er, wenn überhaupt, erst am Ende stellen, wenn es echt ernsthafter Notfall ist. Und ja, ich wollte einfach mal fragen, Flakes, bist du ready? Bist du vorbereitet? Denkst du, du wirst es schaffen? Bro, ich bin hier gerade auf einer Brücke gelandet. Und ich würde sagen, ich jetzt einfach mal killen, weil ich muss ja eh zuschauen. Ich springe jetzt hier runter, zack. Und jetzt klicke ich auf Beobachten und ich hoffe, ich schaue direkt dir zu. Mal gucken. Oh, Bro, ich habe schon direkt eine dicke lilane Pump. Ich sag ehrlich. Ja, Bro, laber mich nicht voll, bitte. Ich habe schon 2 Kills gemacht. Ja, laber mich nicht voll, bitte. Rede nicht so viel, ich glaube dir eh nichts. Okay, du liest. Ich bin jetzt hier in Red Line Rick und schaue hier gerade einem zu. Aber der verhält sich, glaube ich, kann gerade nicht sehen. Der hat noch keine Waffe. Nee, das ist auch kein Bot. Aber der hat noch keine Waffe gefunden. Nee, das ist okay. Kein Bot. Ach, und warte, du hast ja auf Spielernamen nicht sichtbar gemacht, oder? Ja, genau. Ich schaue gerade hier Spieler 306 zu und der hat schon 1 Kill gemacht. Ist kein Bottyboy. Ja. Hat aber gerade einen Bot gekillt. Der sah mir sehr nach einem Bot aus. Okay. Und jetzt gehe ich aber direkt weiter, weil ich glaube, das bist du nicht. Der hat so eine richtig komische Kombi. Holt sich jetzt den Boss, aber ich muss jetzt erstmal hier mir so einen kleinen Überblick verschaffen. Was hältst du eigentlich von den Bögen? Findest du die so gut? Sagst du, ich soll einen spielen oder lieber nicht? Also ich bin dir ehrlich, Bögen sind in dieser Season wirklich die Meta. Vor allem Autos und so, weißt, Schaden machen, sind schon krass. Die sind schon heftig, ne? Die sind eigentlich auch, finde ich, schon zu OP. Aber man braucht ja irgendwie einen Konter gegen die Autos. Ja, stimmt. Boogie-Bomben, die sind halt auch krass. Also wenn dich dann so ein Auto anfährt, ne? Dann davor die Boogie-Bombe. Also die sind wirklich krass. Maximal OP, ich sag ehrlich. Deswegen, ich versuche mir auf jeden Fall auch ein paar Boogie-Bombis zu besorgen. Weil wenn mir einer mit dem Auto kommt, dann muss ich mich ja irgendwie so ein bisschen absafen können. Genau. Ja, ich hab das jetzt stimmt. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch schon eine Medaille. Ja, Digga. Als ob du das sagen würdest. Ja, ja, ja. Ich schaue hier gerade 2 Bots zu. Die sind hier am Fight in Mount Olympus. Es sind wirklich 2 Bots. Der eine ist gleich down. Außer du tust halt jetzt wirklich so auf richtig Bot so. Weißt du, so nicht bauen, schnell bewegen und so könnte halt auch sein. Ey, habe ich schon des Öfteren gemacht in den letzten Formaten, wo wir das aufgenommen haben. Ja, das stimmt. Und ich schaue halt gerade einen Weihnachtsskin zu. Okay, hier ist jetzt auch ein Fight in Pleasant Piazza. Okay. Oh, der wird geboogiebombt. Ich hab's gecallt. Der baut ihn ein. Oh, der Disrespect. Okay. Hat der L-Dance gemacht? Nee, er stand halt, also er hat ihn geboogiebombt und hat ihn dann erstmal eingeboxt, stand ein bisschen vor den und dann hat er das den gefinisht, so angeschossen, weißt? Krass, ja okay, das ist heftig, ja. Und der hat einen Bogen mit dabei und du hast ja gerade von einem Bogen geredet, ne? Ja, Bogen würde ich definitiv mitnehmen, wirklich jetzt. Okay, warte mal, 3 Joker-Fragen habe ich, ne? 3 Joker-Fragen hast du, ja. Hast du einen Bogen mit dabei?
Ich habe jetzt gerade einen Bogen mit dabei, ja. Okay, dann könntest du das hier sein, dem ich hier gerade zuschaue. Der ist gerade in ein Auto eingestiegen, fährt jetzt herum. Aber vielleicht habe ich ja jetzt schon auch wieder den Bogen entfernt und habe jetzt eventuell etwas anderes mitgenommen. Also wenn du jetzt in Zukunft bei anderen Spielern guckst, dann würde ich das jetzt nicht als bare Münze nehmen, dass ich immer noch einen Bogen mit habe. Ja, das kann natürlich sein, aber in der Sekunde, wo ich gefragt habe... Da hatte ich den, ja. Wie sind denn so die ganzen Spieler drauf? Sind die krass? Sind die nicht so krass? Also, ich bin dir ehrlich, ich habe viele Bots gesehen, da bin ich aber direkt weitergegangen, weil man sieht, das sind Bots, außer du tust halt jetzt wirklich so. Und der eine, der war schon gut dabei... Der hat halt die Boogie-Bombe gemacht, den direkt eingeboxt. Also das war ein schon schlauer Spieler. Okay, also war nicht schlecht, so sagst du. Ja, das war so ein Avatar-Skin, so ein weiblicher Avatar-Skin. Jetzt schaue ich hier gerade so ein... ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist so ein... So ein weiblicher Skin, komplett in schwarz mit einem Helm. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe keinen Plan. Und er hat einen Bot rekrutiert. Der ist jetzt bei der Brücke in Level Slayer. Oh, so, oben drüber? Also der ist... Ich kann es dir mal beschreiben... Ja. Der ist rechts von Level Slayer bei der Brücke über dem Wasser. Der ist gerade... Oh mein Gott, der ist an Fallschaden fast geschoben. Der ist runter und der fightet jetzt gegen einen Bot. Digga, der ist einfach runtergeflogen, als ich die Map aufmachte. Jetzt fightet der hier gerade, aber ich kann nicht erkennen, ob der andere ein Botboy ist. Doch, und der hat den Kill, aber er hat nur noch 23 HP. Level Slayer an der Brücke, oben direkt über die Brücke. Ne, der ist jetzt unten, weil er runtergeflogen ist, ne? Da ist so Wasser, die Brücke geht übers Wasser. Cool. Ach, der hat sich einen Bot gekauft. Ja, das ist sogar so ein Bot, so ein Sanitäter. Bots sind so cool, ehrlich. Ja, das stimmt. Ich gehe aber jetzt hier mal weiter, weil ich glaube nicht, ob du so lost bist und einfach an Fallschaden. Na, also ist mir schon des Öfteren passiert, aber ich wusste gar nicht, dass es einen Sanitäter gibt als Bot, der so einen healen kann. Ja, der sieht sogar so aus wie so ein, wie sagt man, so ein... Krankenhausmitarbeiter. Kennst du den Skin, diesen dicken Skin, der so komplett weißes, rotes Kreuz mäßig? Ja, ja. Ja, der, das ist der Bot, den er rekrutiert hat. Zu Splashies. Okay, aber ich glaube, Waffe hat er nicht mit, ne? Doch. Alle Bots haben mein Gott. Dabei. Jetzt schaue ich hier gerade einen in Nitrodrome zu. Diesen Bohnen-Skin in Gelb, der scheint mir ein kleiner Schwitzer zu sein. Ja, Nitrodrome, sagst du? Ja, da ist sogar einer mit einem Medaillon am Start. Ich glaube, auch alle Medaillen sind im Spiel drin, ne? Eins. Ja, einer hat zwei Medaillen, glaube ich. Krass. Ja, einer, ja genau. In der Nähe von Pleasant Piazza und rechts von Nitrodrome, da schaue ich gerade den Bohnen-Skin zu. Und da ist sogar einer mit einem Medaillon. Ich weiß aber nicht, ob er das ist. Ich hab das Gefühl, der hat gar kein Headset. Der haut jetzt ab, ist jetzt bei dieser Tankstelle. Was ist denn mit Boogie-Bombs? Nimm die Spieler auch Boogie-Bombs mit? Ja, einer wurde ja geklippt fast. Und der wurde jetzt mit einem Bogen geholt fast. Der hat 27 HP, der Bohnen-Skin. Denkst du, ich bin ein Bohnen-Skin? Bohnen-Skins finde ich ja eigentlich cool, so, ne? Vom Battle Pass, glaube ich, oder? Nein, das siehst du nicht, weil... Ja, der hat kaum gebaut. Der war komplett lost, bin ich dir ehrlich. Okay, ja, aber ich kann ja auch nicht viel bauen, so wegen Ping und sowas. Aber, ja, ich müsste auch hier mal so langsam meinen zweiten Joker einlösen. Das wäre, weiß ich nicht. Musst du nicht. Ich meine, wenn du... Also du meintest ja, du hast einen Bogen dabei, ne? Ja, ich habe einen Bogen dabei, ja. Und ich schaue jetzt den mit dem Medaillon zu und der hat einen mythischen Bogen dabei und der fightet auch gerade mit jemandem, hat den gehittet. Oh, da kommt jetzt einer mit den Fäusten. Okay, die sind komplett am Fighten. Mit den Fäusten einfach die ganze Zeit hin und her. Jetzt baut der eine. Okay. Was geht hier ab? Du bist so ein bisschen ruhig, ne? Hast du gerade gefightet? Ich weiß nicht. Hey, du weißt nicht. Okay, hier ist ein John Wick. John Wick, ne? Den hast du ja, glaube ich. John Wick hat 48 HP, hat sogar die Boogie-Bomben und hat nichts zu healen mit dabei. 48 HP hat der nur. Ja, das weißt du doch. Und der hat jetzt die Boogie-Bombe ausgerüstet. Ja, willst du jemanden hier klippen oder was? Echt? Der hat sogar eine Boogie-Bomb mit. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Der wirft jetzt eine. Hat aber nicht getroffen. Da ist noch jemand anderes. Den Skin habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist komplett One-Shot halt. Oh mein Gott, der ist fast runter. Der hat keine Mats mehr. Oh mein Gott. Okay. Was ist mit John Wick passiert?
Ja, der hatte halt nichts zu healen. Bist du dead? Nein. Nein, bist du nicht. Das hört sich so ironisch an. Schon dead bin. Jetzt schaue ich hier. Glaube, das ist so ein Battle Pass-Skin. Okay, da macht jemand sogar eine Skybase, Digga. Ja, vielleicht bin ich ja derjenige, der Skybase macht. Achso, denkst du dir so ein bisschen reintrollen? Ja, ja, so auf den, natürlich. Digga, was macht der da oben? Aber ich glaube, der andere hat Fäuste dabei, oder? Ja, safe hat er. Ja, guck mal, der geht ihn jetzt pushen. Oh, das ist dieser Schwitzer-Avatar-Skin. Glaub, das ist dieser Schwitzer-Avatar-Skin, der den einen geboogiebombt hat. Oh mein Gott. Er hat Boogiebomb mit. Ja, also davor hatte der, ganz am Anfang hatte der Boogiebomben am Start. Der pusht jetzt diesen, ich glaube, Eevee oder so heißt der. Eevee oder so. Ach, dieser Battle-Pass-Skin, sagst du? Hat so einen Rock. Also ich glaube, der hat ja, so einen anderen Stil. Der hat eigentlich so rote Hosen am Start. Ja, das ist der Skin, den ich mir aus dem Battle Pass nicht geholt habe früher. Du hast also, ich hab den, aber nicht auf dem Main-Konto, weißt du? Okay, jetzt ist die Frage, auf was für ein Account spielst du gerade? Weil dann könnte der schon raus sein. Das ist die Frage. Okay, ich stelle mal jetzt eine Frage. Ja? Weil ich glaube, dieser Eve's Skin, den ich hier gerade, oder Eevee, Abi, keine Ahnung, wie die heißt. Ja. Yeah. Hat, glaube ich, 8 Kills wird mir angezeigt. Das ist schon relativ viel. Holy moly. Ja, das ist krass. Also 8 Kills. Hast ist schon du über 5 Kills oder ich sag einfach, hast du über 5 Kills? Über 5 Kills? Ja. Okay, weil ich wollte jetzt, ja, weil dann kann ich jeden, ja, ich weiß nicht, die macht halt jetzt hier auch gerade gar nichts mehr. Lootet die auf entspannt, oder wie? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Okay, zum Glück bin ich nicht weggegangen. Holy moly. Und die wird von beiden Seiten gelasert. Die baut auch nicht, warum auch immer. Oh mein Gott. Also wie viel Leben hat der Eevee-Skin jetzt noch? 120. Und da war einer auf der Brücke, glaube ich. Die wurde von zwei Seiten, glaube ich, gelasert gerade. Bro, wie unlucky ist die bitte? Aber das bist nicht du, weil der Eevee-Skin, der ist die ganze Zeit so am Abhauen. Du bist eher so ein kleiner Schwitzer, der die ganze Zeit so reingeht. Ja, eigentlich schon. Aber also jetzt so rumchillen würde ich jetzt nicht, ne? Ich würde schon eigentlich gerne die Gegner pushen, so normalerweise. Aber der wird halt die ganze Zeit angeschossen, ne? Der wird so gepusht. Was ist das für ein Skin? Das ist dieser Superhelden-Skin in Grau, den ich vorher zugeschaut habe. Also von überall. Die tut mir irgendwie leid. Ich muss da jetzt kurz draufbleiben. Okay, die ist weggekommen. Die gönnt sich. Okay, ich muss jetzt den anderen zuschauen, was die da machen. Ich muss da mal weggehen. Vielleicht bist du einer der anderen. Das könnte natürlich auch sein. Oh mein Gott! Zum Glück ist die abgehauen. Weil da ist gerade ein Skin, der hat mythische Sturmgewehr, mythische Pump, mythische Fäuste. Oh mein Gott. Oh mein, das ist krass. Das ist so ein... Oh mein Gott, aber jetzt wurde der gerade richtig gehittet, hat nur noch 79 HP. Gönnt sich aber jetzt eine Cola. Ich glaube, da ist echt, da wird gerade richtig geschwitzt, ne? Kennst du diese Skins, diese... Mit diesen Jogginganzügen? Okay, die fightet gerade mit dem Avatar-Skin. Das sind die zwei, die gerade bei Eevee so Stress gemacht haben. Die haben auch alle hier Medaillons am Start. Okay, jetzt wird dieser Jogginganzug-Skin da gepusht. Oh, also hier sind... Digga, du bist da, glaube ich, gerade... Du bist einer von denen. Du hast gerade so Scheiße gesagt. Sind die gerade richtig big am Fighten, sagst du? Richtig, richtig, richtig Digga, groß am Fighten. Ich weiß gar nicht, wo ich... Also einer von diesen drei bist du auf jeden Fall. Die sind krass am Start. Der Avatar-Skin hat nur eine grüne Pump. Hat keinen Bogen. Grüne Pump, lila SMG. Und der schießt gerade auf die Eevee. Oh, oh. Eevee hat einen Hit bekommen. Sieht schlecht aus. Avatar-Skin hat 105 HP. Geht jetzt nach oben. Oh mein Gott, die Eevee wurde geholt und hat sie aber noch geboogiebombt. Bist du dead oder Ja, okay, ich muss mich jetzt eigentlich festlegen, ich ne? Also es sind jetzt nur noch 5 Gegner am Leben, ja. Ich muss mich jetzt festlegen, ne? Ja. Du könntest halt dieser Avatar, der ist so ein Schwitzer-Skin. Sagst du, der schützt so voll rein. Bei dem Eevee-Skin, ich glaube, der hatte, wie viel Leben hatte der? Digga, der wurde halt komplett gelasert. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Digga, wie krass die ganze Zeit am Fighten sind. Der andere Skin, dieser mit dem Jogginganzug. Ich weiß nicht, ob du
Weißt du, wen ich meine? Das sind diese... Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, die sind alle sehr, sehr krass eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob du so einer bist, der jetzt sich hier... Guck mal, der macht sogar ein Herzchen-Emoji. Echt jetzt? Ja, der macht sogar ein Herzchen-Emoji. Welcher Skin? Avatar-Skin. Ich sag dir ehrlich, hier sind aber auch so viele Schwitzer drin. Oh mein Gott, down. Also der Avatar-Skin wurde jetzt gekillt, sagst du? Ja, der wurde gekillt. Also dieser Skin... Digga, ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Das ist halt ein No-Skin mit einem Jogginganzug. Der könntest du halt auch sein. Bro, ich sag dir ehrlich, hör mir zu. Ja? Von allen Seiten durchgesprayt, ne? Ja, von den zwei Skins, den ich gerade die ganze Zeit zugeschaut habe. Ja. Der wurde komplett gesprayt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du, hat der gespielt? Ja, ich habe halt nicht viel gesehen, weil er die ganze Zeit abgehauen ist und versucht hat zu überleben, weil die zwei Skins halt komplett draufgeschossen haben. Und der hat halt nur mythische Waffen hier. Warte mal, ich schau mal ganz kurz. Sag mal noch nichts am besten. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer noch am Leben ist. Okay. Also, es ist noch dieser schwarze... Warte mal, hä? Das ist sein Bot. Sein Sanitäterbot ist immer noch am Leben. Oh, der und sein Sanitäterbot ist noch am Leben. Und dann, was noch? Und dann, ich glaube, ein Bot. Das ist so ein rot-weißer Superhelden-Skin. Guck mal, der campt auch nur. Der campt auch nur mit seinem Bodyboy. Der wird sowas von zerstört gleich vor diesem No-Skin mit dem Jogginganzug, sag ich dir ehrlich. Oh, yo. Was hat denn der so für Waffen? Wer, der mit dem schwarzen Skin? Der Camper. Der Camper, ja. Der hat nur eine lila Pistole, blaue Pump. Und Bogen. Ja, wenn er Bogen mit hat, dann könnte es vielleicht was werden. Ach so, willst du was? Digga, das ist ja jetzt offensichtlich, Bro. Die sind gerade hier im Fighten. Warte mal, ich muss dem anderen zuschauen. Guck mal, der fightet jetzt gerade mit dem Sanitäter. Jetzt hat er keinen Bodyboy mehr am Start. Du spielst aber noch so ein bisschen, du hältst dich so ein bisschen zurück, ne? Ja, ein bisschen so. Ja, ganz locker, easy. Der spielt halt wirklich so, wie du auch spielen würdest. Hier mit dieser mythischen Pump. Guck mal, du siehst jetzt hier, das ist ein Bot. Easy, easy, zack. Nur noch ein Gegner und den holst du dir jetzt auch. Ja, du bist der hier. Wie viele Kills hat der? Ist der hier. 9 Kills. 9 Kills. Hast du noch eine Joker-Frage? Nee, ne? Oder doch? Ja, aber brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Ich habe ja vorher gefragt, hast du über 5 Kills? Der hat hier 9 Kills. Der guckt jetzt hier nach einem Bogen. Der checkt jetzt hier ab. Ja, easy peasy. Ja, hol den letzten Gegner. Soll ich dir sagen, wo er ist? Soll ich den holen, den letzten? Der ist... Der chillt einfach hinter so einer Kasse in einem Gebäude. Der macht gar nichts. Hinter einer Kasse in einem Gebäude. Okay, warte, ich ja, mal. Nein, nicht die hier. Kasse, nicht die Kasse. Ja, der muss jetzt eh in die Zone. Ja, der muss jetzt ich gehe lieber in die Zone, weil ich warte dann hier auf den so, weißt du? Ah, du warst hier. Nein, bam, du bam, nicht, mal, Junge. Nicht mal springen. Das mache ich der. Immer bei 1 gegen 1. Das sind ach Infinity so. 90s, ja, ja. Ach so machst du das. Hier ein bisschen Flex. Ja, wo ist der? Guck mal, der zeigt sich gar nicht. Ah, jetzt schießt er mit Gegner dem Bogen. Aber Bogen, jetzt weißt, ne? Ja, jetzt weißt du, wo der ist. Geh ihn einfach pushen, der ist schlecht. Holen. Ja, hol ihn dir. Ja, guck mal, der denkt sich jetzt so, WTF, was geht da ab? Kommt ein Hacker oder so? Guck mal. Bam, 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 bam. Easy. Editieren. Ja, hol ihn dir. Du brauchst nicht so viel bauen. Warte, der ist schlecht. Ich bin gerade dabei. Ja, ich bin ruhig. Ich lass dich konzentrieren. Okay. Easy. Hol ihn dir einfach. Warte. Boah, ich hab noch gut Metz, aber das wird echt knapp. Wieder. Ah, okay, Digga, let's go, an Digga. Der Zone? Let's go, Digga. Und 10 jetzt toxisch. Nein, warte mal. Toxisch sein auch noch? 10 Kills? Nein, das bin ich nicht. Junge, dieser Ewi-Skin, der bin ich gewesen. Ich wurde von allen Seiten gelasert, überall. Ich hab wenig Leben gehabt. Was soll ich machen? Warte mal, dann wurdest du von dem Avatar. Ja. Und dann hast du noch die Boogie-Bombe getroffen am Ende. Ja. Wenn er mich nicht geholt hätte, wäre er so gestorben, Bro. Okay, das ist krass. Du wurdest ja dann komplett gelasert die ganze Zeit. Ey, krass, dass ich das überlebt habe. Weil der hat halt komplett reingeschwitzt. Das waren alles irgendwie Schwitzer. Was war das für eine Runde, Mann? Ja, Bro, guck mal, alle über 5 Kills, ne, alle. Ja, das war eine krasse Runde. Ja, aber okay, das nächste Mal muss ich mich echt anstrengen, Mann. Ja, mach ich nächstes Mal echt auch. Ich hab bei dir auch versemmelt. Alter, GG's. GG, Bro. GG.